Ein Stück Pappe, etwas Reis und künstlerisches Talent. Das sind die Zutaten für dieses effektvolle Video. Mit Kurzvideos wie diesem begeistert der Brite Lawrence Ferguson derzeit Millionen Zuschauer auf TikTok. Vor einem Jahr hätte er sich das wohl nicht vorstellen können. Als Großbritannien im Frühjahr 2020 in den ersten Lockdown geht, vertreibt sich der 29-Jährige aus Chester, North Wales, die Zeit zu Hause mit der Rice Challenge auf TikTok. Bei diesem Trend stellen viele Nutzer kleine Texte aus Reis her, die sie im Video posten. Was für die meisten von ihnen nur ein kurzes, kreatives Experiment ist, wird für Ferguson ein neues Hobby. Eigentlich arbeitet er als IT-Systemdesigner für die städtischen Behörden, erzählt er gegenüber dem Stern. In seiner Freizeit beginnt er damals, die kleinen Kunstwerke aus Reis zu designen und auf TikTok hochzuladen. Daneben zeigt er auch immer wieder Videos, die ihm beim Herstellen der Bilder im Zeitraffer zeigen. Was hier in wenigen Sekunden geschieht, ist ein Prozess, der viel Zeit kostet. Für ein Video mit einem Bild braucht Ferguson mehrere Stunden. Für längere Texte sogar 10 Stunden oder mehr. Wenn man ihn fragt, was sich dadurch im vergangenen Jahr für ihn verändert habe, sagt er: "Eigentlich gar nichts. Ich habe weiterhin meinen Job und mache die Videos in meiner Freizeit. Einfach, weil es Spaß macht." Eine Veränderung gibt es aber doch. Die Zahl derer, die seine Kunstwerke sehen. Fast 4 Millionen Likes hat der Brite bereits auf TikTok und mehr als 100.000 Follower, die sich immer wieder neue Bilder von ihm wünschen.